Im August 2009 ließ sich die flippige Künstlerin von Pastor Terhorst in Schüttorf taufen. Der Höhepunkt ihrer Freundschaft. Eine Freundschaft, die auf dem gemeinsamen Kampf gegen Krieg und Umweltzerstörung aufgebaut ist. So schrieb Nina Hagen das Vorwort für ein Buch der aktiven Schüttorfer Bevölkerung. Was ich an ihr mag, ist erstens, dass sie so ehrlich und klar ist, immer frei raus, sagt, was sie denkt, auch mit mir. Bin doch nicht umsonst aus der DDR abgehauen. Ja, und dann mag ich an ihr, dass sie so klar ist. Deutlich und widerspenstig. Dann ist der Stargast an der Reihe. Vor 4 Jahren wurde die Sängerin auf ihren Friedenspastor aufmerksam. Ein Fernsehbericht veröffentlichte die Hilfe des Schüttorfers für desertierte amerikanische Soldaten. Und auch die ehrenamtliche Arbeit in dem kleinen Ort, wie das Benefizkonzert, hat die Künstlerin beeindruckt. Pastor Kalle organisiert großartige Netzwerke für Kriegsdienstverweigerer und kümmert sich mit seinen eigenen, gottgegebenen Händen um diese Menschen, die keine Kriege im Namen ihrer Volksvertreter mehr ausführen wollen, die nicht mehr auf Menschen schießen wollen, die auch nicht mehr ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen wollen. Ob nun ihr gemeinsamer Aufruf gegen Krieg und Atomwaffen oder ein Auftritt mit Schüttorfer Kindern. Terhorst und Nina Hagen ziehen in jeder Hinsicht an einem Strang. Und nicht nur Pastor Terhorst freut sich über den Neuzugang. Die Schüttorfer sind begeistert. Für sie bereichert die schrille Sängerin ihr Gemeindeleben. Jetzt bei dem Konzert hat man wieder gesehen, dass sie sehr vielseitig ist. Die Kirche war, glaube ich, in 100 Jahren noch nie so voll wie heute. Hätte man ja nicht gedacht, dass mal so ein Popstar hier so in die Gemeinde kommt. Ja, finde ich auch gut. Ja, das ist ja genauso ein Gemeindemitglied wie alle anderen auch für mich. Ein ganz normales Gemeindemitglied? Wohl kaum. Aber Terhorst und die Schüttorfer freuen sich, wenn ihre Nina Hagen bei ihnen ist.